Heute stelle ich euch 7 Geheimnisse aus 7 berühmten Filmen vor. Geheimnisse, die nie oder nur teilweise gelüftet wurden. Vielleicht gibt es auch Fantheorien, Geheimnisse wie der Kreisel aus Inception. Oder die Frage, wie wurde eigentlich Hagrid gezeugt, wenn sein Vater ein Normalsterblicher war und seine Mutter eine Riesin? Damit ein herzliches Willkommen hier auf Cinema Strikes Back. Mit der Rolle des Jokers ist Heath Ledger zur Legende geworden. Viele ahmen ihn auf Conventions oder Kostümpartys nach. Eine Frage blieb aber schon immer offen. Woher hat der Joker aus The Dark Knight die Narben an den Mundwinkeln, die ihm ein permanentes Lächeln verleihen? Der Joker selbst liefert im Film gleich mehrere Erklärungen. Eine davon, sein betrunkener Vater habe sie ihm zugefügt mit einem Messer. In einer anderen Szene erklärt er dann, dass seine Ehefrau aufgrund von Wettschulden das Gesicht aufgeschnitten bekam und er sich dann aus Solidarität selbst das Gesicht verschandelt habe. Aber eines ist klar, dem Joker sollte man nicht vertrauen. Das ist der gesamte Sinn der Figur. Schon im legendären Comic The Killing Joke sagt er, wenn ich eine Vergangenheit haben soll, dann ziehe ich Multiple Choice vor. Wie der Joker zum Joker wird und wie er seine Narben erhält, das wird immer wieder anders erzählt. Das Geheimnis aus The Dark Knight wird wohl nie gelüftet werden und vermutlich ist das genau richtig so. In Castaway geht es um Hoffnung, denn was anderes bleibt dem FedEx-Manager Chuck Noland nicht übrig. Er ist der einzige Überlebende eines Flugzeugabsturzes und steckt irgendwo auf einer kleinen, einsamen Insel im Nirgendwo fest. Er öffnet alle Pakete, die er finden kann, aus dem Flugzeug, bis auf eines. Orangene Engelsflügel sind darauf mit blauen Ringen. Dieses Paket gibt ihm den Willen, durchzuhalten. Dieses eine Paket möchte er noch ans Ziel bringen, koste es, was es wolle. Was aber ist in diesem ominösen Paket? Er bleibt viele Jahre auf der Insel und derweil erfahren wir, dass eine Frau namens Bettina das Paket mit den Engelsflügen an ihren Ehemann in Russland geschickt hat. Der sendete es aber postwendend zurück. To cast away heißt auf Englisch auch wegwerfen. Ihr Mann wirft ihr Paket weg, gemeinsam entsorgen sie sich ihrer Ehe. Sie ist also genauso gestrandet wie Chuck. Was genau aber in dem Paket ist, erfahren wir nie. Manche Fans waren überzeugt davon, dass ein Satellitentelefon drin sein muss. Etwas, das Chuck schnell von der Insel bringen könnte. Das hätte durchaus eine gewisse Ironie, dass in dem einzigen Paket, das Chuck nie öffnet, seine Rettung liegt. Die Antwort aber findet sich in einer früheren Version des Drehbuchs. In dem Paket sei nichts anderes als eine selbstgemachte Salsa-Soße und ein Brief. Aber egal was drin ist, ob Salsa-Soße oder ein Telefon, ungeöffnet ist es für Chuck die größte Hilfe, die er haben kann. Und daher ist es wohl nur sinnvoll, dass die Erklärung aus dem Drehbuch gestrichen wurde. Vögel fallen in eine Stadt ein und greifen wahllos Menschen an. Das ist die Handlung von Birdemic, einem der schlechtesten Filme, die ich kenne, aber auch natürlich von Alfred Hitchcocks Die Vögel, einem echten Klassiker. Guckt man den Film, wird die wichtigste Frage oder eine ganz essentielle Frage aber nie beantwortet. Warum greifen die Vögel überhaupt an? Sie sind gerade deswegen so angsteinflößend, weil die Vögel so unberechenbar sind. Wie viele sie sind, wann und wo sie angreifen, sie sind einfach so eine mysteriöse Menge. Auch warum sie angreifen, ist eine Frage, die nie beantwortet wird. In einem Interview verriet Hitchcock, dass das pure Absicht war. Dennoch lieferte er auch seine eigene Interpretation. Die Vögel hassen Menschen, weil wir Menschen Tiere systematisch ausnutzen. Sie begehen quasi Rache. Über Tierrechtsverletzungen in Hollywood haben wir übrigens sogar vor einigen Wochen ein Video veröffentlicht, das ihr euch unbedingt mal angucken solltet. Gut, das Geheimnis aus Die Vögel bliebe eigentlich ein Geheimnis, aber eventuell gibt es eine echte Antwort auf die Frage, warum die Vögel angreifen. 2 Jahre bevor der Film herauskam, ereignete sich etwas, das ihre Aggression vielleicht erklären würde. Im Jahr 1961 kam es in Kalifornien, genauer gesagt in Monterey Bay, zu einem mysteriösen Ereignis. Einige sonst eher friedliche Meeresvögel drehten plötzlich durch. Sie verloren die Orientierung und flogen reihenweise gegen Hauswände. Man vermutet, dass sie einen Giftstoff aus Algen zu sich genommen hatten.
Menschen griffen sie aber eigentlich nicht an. Trotzdem liegt es irgendwie nahe, dass genau das die Inspiration für den Film war. Da fragt man sich, was für einen Film Hitchcock gedreht hätte, wenn in Monterey Bay nicht Vögel den Giftstoff zu sich genommen hätten, sondern Giraffen. Wer Lust auf einen altmodischen, rasanten, witzigen und irrwitzigen Actionfilm mit Sci-Fi-Elementen hat, der sollte einem meiner ewigen Guilty Pleasures, Demolition Man, unbedingt eine Chance geben. Was heißt Guilty Pleasure? Das ist überhaupt nicht guilty, das ist ein toller Film. Es geht um einen skrupellosen Mörder und seinen Widersacher, einen abgebrühten Cop, die in einer gewaltfreien, utopischen Zukunft landen. Und diese Zukunft ist auf die Brutalität der beiden Männer mal sowas von gar nicht vorbereitet. Aber andersrum sind auch die Männer aus der Vergangenheit nicht vorbereitet, sondern völlig überfordert. Auf der Polizeistation zum Beispiel machen sich die Kollegen und Kolleginnen über den abgebrühten Cop lustig. Er wisse nicht, wie man sich auf der Toilette den Hintern abputzt. Früher habe man nämlich Unmengen an Papier auf Klo verschwendet, heute benutze man die drei Muscheln. Die drei Muscheln, wie aber diese drei Muscheln auf dem Klo funktionieren, das wird nicht erklärt. Wahrscheinlich haben sich die Autoren auch nichts dabei gedacht. Gezeigt werden die drei Muscheln im Film auch gar nicht, aber angeblich wurden sie für den Dreh sogar gebaut. Sylvester Stallone stellte viele Jahre später auch seine eigene Theorie vor, wie man sie benutzt. Zwei der Muscheln hält man wie Essstäbchen, um hineinzukoten. Die dritte benutzt man dann, um die Reste in der Ritze zu entfernen, und alle drei Muscheln spült man dann anschließend hinunter. Ob das wirklich besser ist als Papier? Ich glaube nicht. Cars heißt auf Englisch Autos. Und Cars ist ein Film über Autos. Wow. Die gesamte Welt ist bevölkert mit vermenschlichten Autos. Sie können sprechen, sie haben Gefühle und so weiter und so fort. Echte Menschen sieht man in den Filmen aber nicht. Da stellt sich aber natürlich die Frage, was befindet sich denn in den Autos? Wenn man die Tür von Lightning McQueen oder Sally Carrera öffnen würde, sehe man dann das Innere eines normalen Autos? Also ein Lenkrad, ein paar Sitze und ganz viel Müll? Oder sehe man ein seltsames Gehirn? Oder einfach nur eine pulsierende Masse aus Organen und Muskeln? Könnten Menschen, wenn es sie denn gäbe, die Autos überhaupt lenken und steuern? Und wie bauen die Autos überhaupt Gebäude? Und wenn es keine Menschen gibt, wieso haben die Autos denn überhaupt Türen und Türgriffe und Fenster und Spiegel? So viele Fragen, so wenige Antworten. Die Autoren von Cars haben aber tatsächlich mal verraten, dass sie in einer Szene das Problem hatten, dass sie überlegt hatten, den Kofferraum eines Autos zu öffnen. Dann mussten sie sich aber die Frage stellen, wie sieht's denn im Auto aus? Zeigen wir da ein Gehirn, wo sonst die Vordersitze sind? Sie machten es sich einfach, sie verzichteten einfach komplett darauf, den Kofferraum zu öffnen. Es gibt aber eine fantastische Fantheorie im Internet, die besagt, die Autos sind die Menschen. Ich hole ein bisschen aus. Nach der Postapokalypse, die es natürlich in Cars gab, waren die einzigen Überlebenden kleine Enklaven, in denen Menschen cyborgartig mit ihren Autos verwuchsen. Autos wurden also quasi zu den Exoskeletten der Menschheit. Das würde die gesamte Cars-Reihe erklären. Ein absoluter Kultfilm ist der ruhige, nachdenkliche Lost in Translation. Gerade weil es um zwei einsame Menschen geht, die sich Trost spenden, ohne dass der Film zu so einer platten Romanze wird. Im nächtlichen Tokio heilen sich die beiden gegenseitig, und in einer Schlüsselszene des Films, kurz bevor sich die beiden wieder voneinander verabschieden, flüstert Bill Murray Scarlett Johansson etwas ins Ohr. Und wir erfahren nie, was er sagt. Wir hören es nicht, und es wird auch nicht eingeblendet, und es wurde auch nie erklärt. Dieser Moment ist ganz nebulös, ein ganz privater Moment zwischen zwei Figuren, der nur ihnen gehört. Wir haben es euch zwar schon mal gezeigt, aber wir haben den Ton in der Szene ganz, ganz laut aufgedreht und können euch wirklich hier zum ersten Mal präsentieren, was in der Szene von Bill Murray wirklich geflüstert wird. Du solltest unbedingt Cinema Strikes Back abonnieren, den besten Kanal über Filme, Serien und Comics. Ihr habt's bestimmt erwartet, und natürlich habt ihr recht. Auf Platz 1 ist der Aktenkoffer aus Pulp Fiction.
Öffnet man ihn, leuchtet er auf und Menschen verziehen ihr Gesicht in Ehrfurcht. Aber was ist da drin? Natürlich hält sich Quentin Tarantino völlig bedeckt. Richtig so. Samuel L. Jackson sagte sogar, wollt ihr wissen, was in dem Aktenkoffer war? Eine Glühbirne. Trotzdem gab es selbstverständlich unzählige Fantheorien. Die beliebteste ist wahrscheinlich die. Marcellus Wallace habe damit zu tun, der Auftraggeber der beiden Killer, und in dem Koffer sei seine Seele. Diese WG, die wir anfangs sehen, diese Kiffer-WG nenne ich sie mal, auch wenn die Leute da nicht so aussehen, das seien angeblich Dämonen. Wallace habe ihnen seine Seele verkauft und wolle sie nun zurück. Deswegen habe er auch ein Pflaster im Hinterkopf, weil da seine Seele herausgezogen worden sei. Hanebüchen, ich weiß. Eine ursprüngliche Drehbuchversion beantwortet aber auch hier die Frage tatsächlich. Roger Avery, Tarantinos Co-Autor, verriet nämlich, was in dieser Version des Drehbuchs stand. Ursprünglich waren im Aktenkoffer Diamanten. Ganz unspektakulär. Gut, dass sie es geändert haben. Manchmal ist keine Antwort besser als eine schlechte. Unser Funk-Partnerkanal Die Frage lüftet auch immer wieder Geheimnisse und stellt spektakuläre Fragen wie: Dating auf dem Dorf, ist das wirklich frustfrei möglich? Da sollten wir mal Jonas fragen. Jonas hat aber auch mal hier auf dem Kanal über 5 Filme gesprochen, die sein Leben verändert haben. Checkt das unbedingt mal aus. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper.